Einen schönen guten Abend und willkommen zum Hamburg Journal um 18 Uhr. Der Fernseher, der ist so eine richtig gute Erfindung. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ansonsten könnten Sie ja jetzt heute auch gar nicht unsere Sendung sehen, in der es im Übrigen um genau das geht. Um Erfindungen, Ideen, die andere hatten, um uns vielleicht ein bisschen das Leben angenehmer und leichter zu machen. Dinge wie diese Tasche zum Beispiel hier draußen mit Solarzellen drauf und drinnen ist dann so eine Batterie, die dafür sorgen soll, dass man zum Beispiel seine Akkus oder sein Fotoapparat aufladen kann. Eine Idee, die mal ein schlauer Mensch hatte. Oder hier jetzt gerade zur Sommerszeit so ein Ding mit Mückenschutzmittel kann man aufsetzen und dann ja, hat man gleich das Anti-Mückenmittel mit dabei. Also das sind nur zwei von vielen, vielen Ideen, die es in diesem neuen Erfinderladen an der Gärtnerstraße gibt. Und wir wollen uns hier drin mal ein bisschen umschauen und uns mal die Dinge angucken, die die Welt immer noch nicht gebraucht hat oder aber vielleicht sogar in der Zukunft eben braucht. Und wir sind auch mit Hamburger Erfindern drinnen verabredet, die uns mal ihre Ideen ein bisschen genauer heute vorstellen. Bevor wir das aber machen, wie immer erstmal die Hamburg-Nachrichten aus dem Studio. Und nun wieder zurück zu Christian Bug. Der ist heute in Hohe Luft West unterwegs und zwar im Erfinderladen in der Gärtnerstraße. Viel Spaß. Es sind ja häufig so ein bisschen die kleinen Alltagssituationen, die uns mal stören, die uns nerven. Sie kennen das sicherlich auch. Man will mit dem Zollstock was ausmessen, hat keinen, der das Gegenüber festhält. Ja, und dann kommen die Erfinder ins Spiel und erfinden zum Beispiel solche Sachen wie diese kleine blaue magnetische Spitze hier vorne. Da kann man dann das Ende vom Zollstock fixieren und schon kann man wunderbar ausmessen. Eine von vielen Ideen, die es hier im Erfinderladen gibt und die hier vorgestellt wird, zusammen mit vielen, vielen anderen Sachen zusammen. Und das ist eben diese Ideen hier zu begutachten. Gibt, das hat man Marian Jordan zu verdanken. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, Sie bieten hier viele Ideen an, Hand aufs Herz, auf welche, von denen man vielleicht manchmal sagt, Dinge, die die Welt nicht braucht. Aber Sie wollen eben auch Erfindern ein Forum bieten. Was genau ist das Konzept hinter Ihrem Geschäft? Also unser Konzept ist, dass wir die Erfinder beraten, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Wir haben die Möglichkeiten zu prüfen, ob die Idee wirklich Potenzial hat oder nicht und verhelfen denen dann natürlich auf dem Markt. Das heißt, man kann hier nicht nur kaufen, sondern es können auch Erfinder zu Ihnen kommen und sagen, pass auf, ich hätte die Idee, was sagst du dazu? Genau, und wir überprüfen sie und wenn es dann wirklich gut ist, dann können wir wirklich von Prototypbau bis zur Serie alles mit dem Erfinder gemeinsam machen. Woher wissen Sie denn, ob eine Idee gut ist oder nicht? Also dafür müssen wir recherchieren, dafür muss man prüfen, dafür haben wir Experten im Unternehmen, die wirklich sich mit dem beschäftigen täglich. Ja. Wir wollen uns ein paar Ideen mal angucken. Zum Beispiel dieser Stuhl hier. Ist das eine Idee, von der Sie sagen, jo, das hat Potenzial? Es ist eigentlich eine lustige Idee, sage ich mal, erfunden in Bayern, und zwar ein Bierbanksitz, das man mitnehmen kann, wenn man in, sage ich mal, in den Biergarten gehen kann und damit schon mit seinen Rücken, dass man sich anlehnen kann. Also Bierzelt, Garnitur, Bank normalerweise ohne Rückenlehne, man sitzt länger, kriegt Rückenschmerzen, hier hast du die Lehne mit dabei und kannst deine Brotzeit ohne Rückenschmerzen. Ja. Das ist auch eine Erfindung, das ist aus Berlin. Kennt jeder das Problem? Beim Duschen oder Baden, das Spiegel läuft an, man kann sie nicht sehen und hier mit diesen, sage ich mal, mit diesem Scheibenwischer, genau, Spiegelscheich nennen wir das, kann man das wirklich mit einem Dreh quasi wieder sichtbar machen. Ja. Und das ist etwas, von dem Sie der Meinung sind, dass Sie sagen, das könnte funktionieren? Das verkauft sich schon sehr gut und zwar international auch bereits und das freut uns sehr. Okay, eins noch, das ist dieses Kästchen hier oben, Situation sonnabends, man will den Kleiderschrank einkaufen, hat nur ein viel zu kleines Auto. Genau, das Problem ist, wie tue ich jetzt meine Heckklappe befestigen, also das Teil gebe ich einfach auf die Scheibe oder aufs Auto drauf, drehe ich dann zu, das hält dann fest und dann kann ich ja einfach mit dem Bewegung dann spann ich die Kofferraumklappe fest. Eine von vielen weiteren Ideen. Vielen Dank. Wie Erfinder überhaupt auf ihre Ideen kommen, das wollen wir Sie gleich mal selber fragen, denn mit zwei sind wir hier verabredet. Vorher wollen wir Ihnen noch einen ganz anderen erfolgreichen Hamburger Erfinder mal ein bisschen genauer vorstellen. Ja, und wahrscheinlich ist es wirklich so, dass einem die besten Ideen eben ganz normal im Alltagsleben kommen. Und der nächste Hamburger Erfinder, den wir Ihnen vorstellen möchten, Helge Knickmeier nämlich. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Dem ist seine Idee auch quasi im ganz normalen Leben gekommen. Herr Knickmeier, was war Ihre Grundvoraussetzung und ja, in welche Idee mündete das Ganze dann? Ich bin sehr allergisch gegen Lösungsmittel und habe ständig Augenbrennen und Kopfschmerzen bekommen und habe dann eine NASA-Studie in die Hand bekommen, die besagt, dass Zimmerpflanzen, herkömmliche Zimmerpflanzen, über ihr Wurzelwerk diese Wohnraumgifte, Formaldehyd, Benzol und so weiter, eliminieren können. Man denkt ja normalerweise immer, das geht über die Blätter, dass es die Luft rein wird, aber es sind eher die Wurzeln. Genau. Zu maximal 10 bis 12% passiert das über das Blattwerk. Wir haben also einen Pflanzentopf entwickelt, der die Belüftung des Wurzelwerkes zulässt. Und dank eines sogenannten Kamineffektes findet hier also eine stetige Luftumspülung der Wurzeln statt. Also Ihre Idee ist salopp ausgedrückt, dieser besondere Topf, weil normalerweise kommt die Pflanze in die Erde oder in dieses Granulatzeug ran und die Wurzeln sind weg. Und durch Ihren Topf kann das jetzt ein bisschen besser zirkulieren. Genau so ist es. Okay.
Klappt schon ganz gut? Sehr gut. Läuft? Läuft sehr gut. Dann drücke ich Ihnen weiterhin die Daumen, dass es auch weiter funktioniert. Vielen Dank und viel Glück. Ja, und Klaus Knupper, der ist auf seine Idee, glaube ich, auf einer Party gekommen. Moin, Herr Knupper. Moin, moin, hallo. Ja, was ist denn Ihre Idee? Das ist eher so ein bisschen so eine Party-Idee. Genau. Wenn ich auf Partys bin, trinke ich gern Bier. Und ja, erst gern sind Sie nicht der Einzige, glaube ich. Und erst gern Erdnüsse. Problem bei der Sache ist, beides in der Hand, kommt ein Bekannter und sagt, hallo, grüße. Moin, moin, moin. Erdnüsse in der Hand kann ich ihm nicht sagen. Dafür habe ich mir vorhin Gedanken gemacht, man entwickelt einen Korpus, wo man die Nüsse reintun kann. Das ist dieser Kasten jetzt hier. Oben mit Deckel, können wir auch schauen, dass da Nüsse drin sind. So, ne? Machen wir jetzt mal. Jo. Unten ist ein Schieber, um die Nüsse halt rauszuholen. Und es handelt sich um Prototypen, sprich, das ist erstmal nur der Korpus, damit man die Entwicklung auch sieht. Das heißt, es gibt bisher auch nur diesen einen Kasten? Es gibt nur wirklich diesen einen Kasten und wir sind zurzeit mit dem Erfinderhaus in Arbeit, dass wir sagen, wir machen ein anderes Design, auch auf einfache Weise, um zu schauen, wie kriegen wir es am besten. Jetzt zeigen Sie aber auch mal, Klaus, wie funktioniert das jetzt? Jetzt wird es nämlich spannend. Warte mal, guck mal. Oh, jetzt wird es spannend. Au, Nuss. Schauen Sie, jetzt habe ich natürlich auch nicht so viel reingetan. So, kommen die Nüsse raus. Man hat wirklich die Hand frei, weil das Ding halt an einer Flasche ist. Und die Nüsse darf ich Ihnen geben. Jo. Bitte sehr. Ja, und wir versuchen den halt jetzt demnächst auf den Markt zu bringen. Okay. Die Nachfrage ist groß. Wobei, so viele kennen das ja noch gar nicht, wenn es ein Prototyp ist. Ja, nee, Bekanntenkreis, Freundeskreis, alle, die mich kennen, haben gesagt, wann kommt der Snackholder auf den Markt? Namen hat er schon, Snackholder. Snackholder, absolut. Wie man Snackholder, wer darüber spricht, weiß, dass das Produkt ist. Okay. Normalerweise arbeitet der Herr Knupper bei einem Finanzinstitut, sagen wir einfach mal so, bei einer Bank. Ja. Ist es der große Traum eines Erfinders, irgendwann der Snackholder-King zu werden? Oder wollen Sie mit Ihren Erfindungen mal reich werden? Der Traum wäre schon, aber realistisch gesehen ist es wohl nicht so in Aussicht. Man macht das aus Jux und Dollerei und wenn Geld rauskommt, ist das in Ordnung. Aber realistisch Millionär werden dadurch. Mal sehen, schauen wir mal. Und wenn es mit der Nüsschenmaschine jetzt nicht klappt, dann haben Sie garantiert auch noch ein paar. Ich habe noch 5, 6 andere zurzeit im Kopf und da bin ich mit dem Erfinderhaus auch schon im Gespräch und ich denke mal, die werden wir auch noch auf den Markt bringen. Herr Knupper, ich drücke auch Ihnen die Daumen, dass das klappt und vielleicht haben wir demnächst auf der Party alle so ein Kästchen an der Flasche. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Ja, und vielleicht sehen Sie ja bald auch mal eine von den Ideen irgendwo im Alltagsleben wieder oder aber Sie haben selber eine und fangen jetzt einfach mal an zu basteln. Bis 19.30 Uhr haben Sie auf jeden Fall Zeit, sich jetzt mal um Ihre Ideen zu kümmern, denn dann sind wir wieder zurück im NDR-Fernsehen mit dem Hamburg-Journal und dann haben wir noch mehr aus unserer Stadt für Sie. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen richtig schönen Abend und bis bald. Tschüss.